Mahlzeit Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Lost Place Video. Heute mal was ganz Spezielles. Ich wollte erst die Kamera gar nicht mit reinnehmen. Ich habe mir das Ganze mal angeguckt mit den Jungs. Aber das muss ich euch einfach zeigen. Unglaublich, sage ich euch. Unglaublich. Ich mache mal die Lampe an. Wir gehen mal rein. Das hat alles schon sehr einsturzgefährdet. Jetzt auch gebrannt. Aber jetzt guckt euch das an. Hier ist alles, weiß ich nicht, für Belüftung. Wenn wir hier reingehen, seht ihr den Burgwerk. Dumme Mauer am Start. Aber Leute, jetzt ohne Scheiß, guckt euch das mal an. Hier alles voll hier, ne? Also ich denke mal, ich muss keinen erzählen, was hier abging, ne? Alles voll mit kleinen Blumenkübeln, wo die die ganze Hanfplantage hier angebaut haben. Die ganzen Wände sind verkleidet hier. Hier oben hängen überall diese Ketten, wo man die Pflanzen dann, wo die hochgeragt sind. Richtig krass. Und das geht auch weiter. Wir gehen einmal da um die Ecke. Guckt euch das mal an hier. Alles voller Erde. Und alles hier professionell, ne? Wie gesagt, auch hier nochmal die ganzen Ketten, wo die Pflanzen sich dann, ja, wo die hochgeragt sind, sage ich jetzt mal. Alles professionell belüftet. Die ganzen Wände sind verkleidet, alles ist voller Erde hier. Das ist geisteskrank. Und da hinten geht noch weiter, ne? Das riecht auch noch ein bisschen nach Gras hier. Alter Schwede. Alles voll. Habe ich auch gerade gesagt. Hey Leute, also ich habe das ja gerade schon gesagt, ich wollte die Kamera eigentlich gar nicht mit reinnehmen. Wir wollten nur mal ganz kurz gucken. Der Dumme sagt, bring auf jeden Fall die Kamera mit. Jetzt weiß ich, was hier abgeht. Ey, unglaublich. Alter, ey, die ganzen Dinger hier, alles professionell, ne? Ohne Ende. Kann man gar nicht zählen. Wie viele sind auf einem? 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. 50 kleine Kübel sind auf einem auf so einer Unterlage. Und wir haben hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, boah, ich sag mal so 20 Unterlagen, a 50 Pflanzenkübel und dann auch nochmal in den anderen Raum. Bei jedem Raum hier, ne? Ist da noch irgendwas? Ja, gehen wir mal weiter. Ne? Ach, wir gehen mal gucken. Ah ne, ich glaube, hier geht nicht weiter. Die haben hier extra nochmal eine Wand zwischengesetzt. Ja, bestimmt, ich weiß nicht, macht man sowas wegen dem Gestank oder was? Leute, ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wenn man sowas anpflanzt im großen Stil, ob dann irgendwie, ob das bis nach draußen riecht oder so. Weil die haben hier definitiv überall so eine Wand dazwischen gesetzt, wie ihr sehen könnt. Hier ist die Außenwand. Also hier. Hier waren Fenster, das ist alles dicht und zugemauert. Und das Ganze geht bis da hinten, ne? Das ist schon richtig wild. Alter Schwede, ey. Richtig crazy. Passen nicht fallen. Boah, Alter, ey, wie geht das denn, ey? Boah, das ist richtig krass. Boah. Alter Schwede, ey. Boah, mein Quartier, ey. Ja, ey. Guck mal hier. So machen. Geht's richtig mal. Boah. Ja, schmeiß weg. Licht hat dahin. Alter, das ist du. Auf jeden Fall. Was meinst du, was das sonst ist, ey? Boah.
Alter Schwede, überall so Wände reingesetzt. Hier wird es über Erdwischen. Geh mal an eine Seite. Und hier hatten die dann irgendwie, ja, wie soll ich sagen, haben die sich nochmal so einen kleinen Raum gemacht. Dann haben die wohl hier gepennt. Hier Wasserkocher. Ein Kühlschrank. Das ist schon richtig crazy. Hier haben wir so Behälter. Ich weiß nicht, ob das einfach Wasser ist, weil hier liegen auch mehrere Sachen drin. Das sieht schon ein bisschen ekelhaft aus. Boah, Alter, ist das crazy. Leute, da bin ich mal auf eure Kommentare gespannt. Das ist schon wild. Alter, hier in jeder Ecke überall alles voll, ne? Meinst du, er ging um richtig Geld, ey. Boah. Hier liegt so ein Schlauch von der Feuerwehr. Bestimmt zur Bewässerung auch benutzt, ne? Ja, ich glaube, den eher weniger. Ich glaube, das hat ja da vorne gebrannt. Guck mal hier, die ganzen Profile, ne? Von für Regips, oder wie das heißt. Die da die ganzen Pflanzen angebaut haben, wenn wir die genug Kohle gemacht haben. Alter Schwede, ey. Ja, das sind nur Toiletten. Nochmal. Ich hab gerade gesagt. Ich sehe nichts. Aber richtig gut. Boah, das riecht aber volles Programm. Leute, riech mal. Riech. Boah, pack weg, Alter Schwede. Geil. Jo. Krass, ey. Leute, wenn man sowas erstmal live sieht, dann kann man sich erstmal vorstellen, wie in solchen Geschäften, sag ich jetzt mal, also in diesem Business, was da wohl abgeht. So Leute, ja, wir sind wieder raus. Ja, außer Pflanzen konnte man da jetzt auch nichts anderes sehen. Ne? Also die ganze Hütte war voll damit. Die ganze Hütte. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr dazu sagt. Ich bin erstmal raus, euer Kraft. Hit you on the block in the janitor, but I hit you with a mop. Better watch your friends, they quick to turn the odds.